Wir schauen uns heute ein Thema an, das sicherlich nicht das komplizierteste Thema der Elektrotechnik ist, aber das Thema, mit dem am leichtesten Leute beeindrucken kann, die nicht eingeweiht sind. Das soll eine große Motivation sein, gut aufzupassen, weil das eben etwas ist, mit dem man Leute leicht beeindrucken kann, die nicht wissen, worum es geht. Wir schauen uns die komplexe Wechselstromrechnung an und dafür brauchen wir eben zuerst als Vorarbeit die komplexen Zahlen. Und das ist die Stelle im Kurs, wo ich es mir nicht nehmen lasse, davor ein bisschen was ganz Grundsätzliches dazu zu erzählen, was eigentlich Zahlen so sind, bevor wir jetzt anfangen, uns damit den komplexen Zahlen auseinanderzusetzen. Weil ich glaube, dass ein Missverständnis oder ein unzureichendes Verständnis von einem Zahlbegriff mit dem Grund ist, warum die komplexen Zahlen auf viele Leute so abschreckend wirken. Und es hilft, sich zuerst mal was vorzustellen unter einer Zahl. Und ich glaube, wenn man mit verschiedenen Leuten redet, dann gibt es unterschiedliche Stellen, wo Leute beschließen, jetzt ist eine Zahl nichts mehr, was wirklich ist quasi. Also wenn es um komplexe Zahlen geht, dann ist oft der Wirklichkeitsbegriff einer Zahl ein heiß umkämpftes und diskutiertes Thema. Und die meisten Leute sind der Meinung, dass die natürlichen Zahlen, so 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort, dass das was Wirkliches ist. Und niemand stellt das in Abrede. Aber je nachdem, wo in der Geschichte ich mir quasi ein zufälliges Individuum herauspicke und dann mit einer Idee konfrontiere, wird das eine Wirklichkeit akzeptieren oder nicht. Nämlich wenn ich sage, die Zahl 0. Und je nachdem, wo ich mir jemanden rauspicke, wird das sagen, in der Gegenwart, westliche Welt, und ich frage jemanden, ist irgendwie 0 eine Zahl, die was Echtes ausdrückt und so, dann werden die meisten Leute beipflichten. Wenn man vor 2000 Jahren sich irgendjemanden rauspickt und mit dem versucht, ein derartiges Thema zu diskutieren, dann wird er sagen, ja, das ist alles ein sehr abstraktes Konstrukt, irgendwie nichts. Und wenn ich jetzt negative Zahlen dazu nehme, dann wird das wahrscheinlich noch weiter gespalten. Bei negativen Zahlen hängt es nämlich total davon ab, worüber ich rede. Und wenn ich jetzt Äpfel zähle, die ich da auf meinem Tisch liegen habe, und ich sage, auf dem Tisch liegen minus 2 Äpfel, dann wird es wahrscheinlich mit der Wirklichkeit nicht mehr so weit sein. Wenn ich aber irgendwie sage, die Temperatur ist minus 2 Grad unter dem Gefrierpunkt, also minus 2 relativ zum Gefrierpunkt von Wasser, dann wird jetzt niemand sagen, naja, das kann aber gar nicht sein, weil wir sollen ja nicht, sondern das ist mir irgendwie... Ich rede von Celsius. Du kannst auch Fahrenheit verwenden. Das hätte in meiner Formulierung auch gepasst, weil es auch Grad sind, aber Kelvin sind keine Grad. Okay, also bei Temperaturen ist man das gewohnt, dass quasi was Negatives davor ist. Und dann ist es auf einmal wirklicher, dass ich irgendwie minus 2 Grad Temperatur habe. Ein Beispiel, das ich sehr gern mag, ist, wenn man zählt, wie viele Leute an einem Bus sind. Wir können uns, glaube ich, alle einig sein, dass wenn ich die Aussage mache, in dem Bus sind minus 10 Leute, dass das nicht allzu viel Sinn macht. Aber ich kann intelligent sein und sagen, okay, ich möchte es laufend wissen, wie viele Leute in dem Bus sind. Und der Bus hat 2 Ein-Ausgänge und ich stelle einen zu dem einen Ausgang hin und dem anderen zu dem anderen. Und jeder von denen zählt plus 1, wenn jemand in den Bus einsteigt und minus 1, wenn jemand aus dem Bus aussteigt. Und jetzt könnte es sein, dass tendenziell die Leute eher vorne einsteigen und eher hinten aussteigen. Und dann wird das passieren, dass irgendwie der hinten, wenn der Bus den ganzen Tag im Kreis gefahren ist, irgendwie sagt, in dem Bus sind irgendwie minus 200 Leute drinnen. Und der vorn wird sagen, in dem Bus sind 205 Leute drinnen. Und wenn ich das zusammenzähle, komme ich drauf, in dem Bus sind 5 Leute, weil es sind 205 Leute netto in den vorderen Eingang eingestiegen und minus 200 sind netto im hinteren Eingang eingestiegen. Das heißt, man könnte sagen, hinten sind netto 200 ausgestiegen und dann bleiben genau die 5 übrig. So, das wäre ein Beispiel, wo ich eine Zahl verwenden kann im Zusammenhang mit etwas, wo negative Zahlen einfach keinen Sinn machen, nämlich Personen im Bus, aber als Zwischenergebnis ist durchaus brauchbar. Und das ist ungefähr der Level, ungefähr die Ebene, auf der komplexe Zahlen oft eingeführt werden, als unwirkliche Lösungen sogenannter algebraischer Gleichungen, dass man da irgendwie eine Polynomfunktion hat und dann sage ich irgendwie ist gleich 0 oder irgendeine andere rechte Seite und dann schaue ich,
welche Lösungen hat das, und dann gibt es irgendwie unwirkliche, wo ich komplexe Zahlen brauche. Und als Zwischenergebnisse kann man die verwenden, aber als Endergebnisse, naja, und dann wird alles sehr kompliziert. Und darum möchte ich nicht diesen Weg gehen und die komplexen Zahlen so einführen. Das war jetzt nur darum, quasi die Anschlussstelle zu liefern für diejenigen, die komplexen Zahlen so kennengelernt haben, dass das was Unwirkliches ist, als Zwischenergebnis kann man es haben, dann kann man sich das mit dem Bus vorstellen, und das ist, glaube ich, ein handfestes Beispiel dafür, wie das sein kann, dass man irgendwie so komische, unwirkliche Zwischenergebnisse hat und am Schluss kommt doch wieder was raus, was irgendwie sinnvoll ist. Wir wollen aber die komplexen Zahlen uns anders vorstellen und uns anders nähern. Und dazu möchte ich aber noch eine andere Zahlengruppe jetzt ansprechen, nämlich die Vektoren. Mit den Vektoren sind die Leute in der Regel eher vertraut und sind eher gewohnt, mit Vektoren zu rechnen, als wenn das Zahlen wären, nicht? Vektoren kennt man, glaube ich, wenn ich irgendwie ein Koordinatensystem habe und sagen wir, ich habe da ein zweidimensionales Koordinatensystem, dann kann ich irgendeinen Punkt nehmen in diesem Koordinatensystem, und wenn ich jetzt diesen Punkt quasi über eine Zahl ausdrücken möchte, dann tue ich mir schwer, wenn ich das mit nur einer Komponente mache. Nicht? Also, weil ich könnte zum Beispiel sagen, wo der Punkt auf der x-Achse ist, aber dann fehlt mir was auf der y-Achse oder umgekehrt. Das heißt, letztendlich wird man auf einer Karte zum Beispiel einen Punkt angeben, einfach über zwei Koordinaten, dass ich irgendwie sage, das hat die x-Koordinate 3 und das hat die y-Koordinate 4, und dann nenne ich diesen Punkt 3, 4. Und ich glaube, soweit ist das jedem vertraut, nicht? Dass man einfach von einer Ecke wegzählt und sagt, der Punkt und der Punkt ist, drücke ich einfach aus, den gebe ich diesen Namen hier. Was aber Zahlen ausmacht, ist, dass ich mit Zahlen rechnen kann. Und das ist ein bisschen schwierig, mit Punkten zu rechnen. Also sagen wir, ich habe jetzt diesen Punkt hier und dann nehme ich einen anderen Punkt und dann schreibt jemand, naja, wir wollen diesen Punkt plus diesen Punkt rechnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Zu sagen, naja, da ist ein Punkt und da ist ein Punkt und jetzt zähle ich diese Punkte zusammen, das ist irgendwie verwirrend. Nicht? Ich kann mir vorstellen, was ist irgendwie, weiß ich nicht, 3 Kilo plus 5 Kilo und dann komme ich irgendwo auf 8 Kilo. Aber zu sagen, irgendwie, ich habe den Punkt und ich zähle einen anderen Punkt dazu. Und interessanterweise, je mehr die Leute mit Mathematik zu tun gehabt haben, desto weniger wundern sie sich, wenn sie Punkte addieren. Dann macht man das einfach so und man ist irgendwie gewohnt, naja, der eine Punkt hat die x- und y-Koordinate, der andere hat die andere x- und y-Koordinate, und dann definiere ich halt, wenn ich die beiden Punkte addiere, kommt ein neuer Punkt raus, wo ich die Koordinaten jeweils addiert habe, die beiden x-Koordinaten und die beiden y-Koordinaten. Was wir da eigentlich machen, so, ja? Nehmen wir an, ich hätte den Punkt auf 3 und 2. Ich würde die zwei Punkte addieren, dann gehen wir raus, 6. Ja, also wenn ich einen Punkt 2, 3 hätte und ich würde das da addieren, dann käme 2, 3, hast du gesagt, dann kommt 5, 7. 3, 2, 6, 6, genau, ja? Also das wäre diese Definition von Punkt, dass ich einfach die x-Koordinaten zusammenzähle und die y-Koordinaten zusammenzähle. Aber dann würdest du den Punkt abziehen, wenn du quasi den anderen Punkt als 0 machst, weil du dann quasi, aber lass mich das weiter so schildern, das führt nämlich wohin. Also, was man daher macht, wenn man von diesem Punkt redet und man möchte mit diesem Punkt rechnen, man rechnet nicht mit diesem Punkt, sondern man rechnet mit einer Größe, nennt man Ortsvektor des Punktes. Also, und ein Vektor ist einfach ein Pfeil in der Ebene, in dem Fall Ebene, weil wir mit zweidimensionalen arbeiten, mit zwei Koordinaten. Und der Pfeil, der ist quasi durch seine x- und y-Ausdehnung definiert. Und jetzt rechne ich nicht mehr mit diesem Punkt hier, sondern rechne mit dem Vektor, den ich quasi nehmen muss, um vom Nullpunkt dorthin zu gehen, zu dem Punkt. Diesen Vektor nehme ich. Wenn ich jetzt einen anderen Punkt habe, du hast gesagt 3, 2, also der hier quasi, dann kann ich die addieren, indem ich jetzt einfach diesen Vektor nehme und so wie ich es so verschiebe, dass er am anderen Vektor hinten drauf hängt.
und das wäre dann hier her. Und dann kämen wir auf diesen Punkt, diesen 6-6-Punkt. Das ist mir persönlich sehr, 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 sehr wichtig. Umgangssprachlich redet man oft davon, dass man dann Punkte addiert. Aber was man eigentlich addiert, sind die Ortsvektoren der Punkte. Und bei einem Vektor macht das Sinn. Das ist dann so ähnlich, wenn ich irgendwie mit den natürlichen Zahlen arbeite und ich habe einfach Strecken. Und ich sage irgendwie, okay, ich habe jetzt eine Strecke, die ist vielleicht 3 Einheiten lang und ich habe eine andere Strecke, die ist 5 Einheiten lang. Und wenn ich die addiere, dann lege ich die nebeneinander und schaue, wie lang ist eben die Gesamtstrecke. Und genau so ist das eben jetzt hier mit diesen Ortsvektoren. Ich nehme den einen und den anderen hänge ich hinten dran und ich schaue dann, wie lang ist quasi der resultierende Pfeil, wenn ich zuerst den einen Pfeil und dann den anderen Pfeil gehe. Und mit dieser Art, mit Dingen in der Ebene zu rechnen, sind eben die Leute meistens vertraut. Das kennt man von der einen oder anderen Anwendung, vielleicht aus der Geometrie und so. Und mit den komplexen Zahlen ist es sehr, sehr ähnlich. Der große Unterschied, den wir haben zu den komplexen Zahlen, also abgesehen von Dingen, die für Mathematiker sehr interessant sind, wie algebraische Abgeschlossenheit und so, das schauen wir uns alles heute gar nicht an. Aber von dem, was man einfach machen kann, verhalten sich komplexe Zahlen so, wie man das hier kennt von den Vektoren der Ebene, mit dem Unterschied, dass ich komplexe Zahlen miteinander multiplizieren kann. Und wir werden dann im zweiten Block heute, werden wir sehen, dass die Art und Weise, wie das Multiplizieren von komplexen Zahlen definiert ist, dass das eigentlich sehr intuitiv ist. Und das entspricht sogar der euklidischen Definition von einer Multiplikation. Also wenn man sich original wie definiert Euklid multiplizieren mit Strecken und Bezüge zu Strecken, dann kann ich das 1:1 auf die komplexen Zahlen anwenden und ich komme auf diese Art zu multiplizieren. Und das ist eben etwas, was jetzt aus dem Bauch heraus mit Vektoren ein bisschen schwierig ist. Vektoren addieren ist irgendwie, das kann sich jeder gut vorstellen, was das dann heißt, aber beim Multiplizieren, es gibt zwar auch Multiplikationen, die über Vektorräume definiert sind, aber wir schauen uns eben jetzt das hier mit den komplexen Zahlen an, die bei der Addition sich genauso verhalten, aber bei der Multiplikation ihre eigenen Regeln haben. Letztendlich werden wir aber bei den komplexen Zahlen etwas sehen, was auch bei den Vektoren ist, nämlich ich kann das in Komponenten herunterbrechen und jede Komponente entspricht unmittelbar einer Größe in unserer echten Welt. Also wenn ich mir den Ortsvektor von dem Punkt hierher nehme und jetzt dann einfach anschaue, aus welchen Zahlen ist der innen zusammengesetzt, das heißt 3 und 4, dann entspricht das größten der echten Welt, nämlich ich muss nur in der einen Richtung so und so viele Schritte gehen, in der anderen Richtung so und so viele Schritte und dann bin ich eben auf diesem Punkt. Und ich kann jetzt hergehen und irgendwie mir ausrechnen, was ist, wenn ich diese Vektoren hintereinander rechne, ich komme wieder ein Zahlenpaar heraus und dieses Zahlenpaar kann ich wieder genauso interpretieren. Und das ist, glaube ich, das, was das Rechnen mit Zahlen so spannend macht. Nicht? Wenn ich irgendwie da eine Kiste Äpfel habe und ich zähle meine 3 Äpfel und ich habe eine andere Kiste, da habe ich 5 Äpfel drin, dann kann ich zählen, das ist gut, aber Rechnen erlaubt mir, dass ich die beiden Kisten nehme, zusammenleere und nur arithmetisch löse, dass das jetzt 8 Äpfel sind, indem ich sage, ich addiere diese beiden Zahlen und die Interpretation bleibt die gleiche. Die hat die Anzahl der Äpfel in dem Gefäß und ich weiß, dass der Schritt, ich leere in der wirklichen Welt die Äpfel zusammen in ein Gefäß, der entspricht dem arithmetrischen Schritt, ich addiere diese beiden Zahlen. Und wir werden bei den komplexen Zahlen jetzt Dinge feststellen, die wir elektrisch machen können. Wir können sagen, wir geben dieses Bauteil rein und so weiter und so fort und wir können das dann umwandeln in eine arithmetrische Operation mit komplexen Zahlen und wir können uns ausrechnen, was passiert. Das ist eigentlich das Wesen von, wir haben Zahlen, die haben eben diese Entsprechung in der echten Welt, ich nehme die Komponenten, ich weiß, das bedeutet das und das bedeutet das. Und ich habe irgendwie Regeln, wo ich sage, diese Operation in der echten Welt kann ich arithmetrisch durch diese Rechenoperation ausdrücken, dann kommt in der Rechnung das raus, was in der Wirklichkeit herausgekommen wäre, wenn ich es gemacht habe, aber ich muss es nicht machen. Ich kann es ausrechnen und bin glücklich. Gut, das war jetzt die kurze Einführung zum Wesen von Zahlen und dass ihr euch jetzt nicht allzu sehr fürchtet vor den komplexen Zahlen.
Die komplexen Zahlen heißen eben nicht so, weil sie kompliziert sind, sondern weil sie aus zwei Komponenten zusammengesetzt sind, so wie ein Gebäudekomplex aus mehreren Gebäuden besteht. Und die Art und Weise, wie wir diese zwei Komponenten nutzen, die ist eben sehr eng verwandt mit dieser Idee von Vektoren. Ihr seid wahrscheinlich alle vertraut mit der Idee eines Zahlenstrahls, wo ich irgendwie sage 0 und dann habe ich einen Strahl, der in eine Richtung geht und dort trage ich meine Zahlen auf. Oder einer Zahlengerade, wo ich eine Gerade habe und irgendwo in der Mitte habe ich einen Punkt und sage 0 und auf einer Seite habe ich die positive Halbachse und auf der anderen Seite die negative Halbachse. Und jetzt erweitern wir diese Idee dieser grafischen Darstellung von Zahlen um eine weitere Komponente. Wir kommen dann eben auf eine Ebene. Und jetzt ist jede Zahl nicht mehr ein Pfeil auf dieser Gerade, sondern ein Pfeil auf dieser Ebene. Also warum Pfeil auf der Gerade? Auch bei der Gerade, wenn ich jetzt nur meine reelle Achse hier anschaue und ich sage irgendwie, ich habe hier einen Punkt, der heißt 1 und da habe ich einen Punkt 3 und ich frage jetzt, naja, was ist denn der Punkt 1 plus der Punkt 3? Dann ist das für mich zumindest nicht intuitiv, warum dieser Punkt plus dieser Punkt diesen Punkt hier ergeben soll. Aber wenn ich das jetzt wieder als Pfeile vom Ursprungspunkt anschaue, nicht Strecken gehen nicht, weil diese Strecke wäre gleich der Strecke. Das war halt irgendwie blöd. Dann wissen wir nicht, ob der 1 der Zug hat oder weg, aber wir können immer sagen Pfeile. Und wir sagen, ein Pfeil, der quasi 1 nach rechts lang ist und wir haben einen Pfeil, der 3 nach rechts lang ist, dann macht das Sinn zu sagen, was sind diese Pfeile zusammen. Ich nehme den einen, hänge ihn hinter den anderen und ich komme auf einen Gesamtpfeil der Länge 4. Also da macht das Sinn und jetzt haben wir eben Pfeile in der Ebene, weil wir nicht nur diese reelle Achse haben, wo wir halt einen Pfeil haben für 1 oder einen Pfeil für 2, sondern wir machen eine neue Achse, die wir imaginäre Achse nennen. Wir machen einen Pfeil für 1j und einen Pfeil für 2j und in der Mathematik hängt man ein i hinter die Zahl dran für imaginär, aber wenn das in der Elektrotechnik für den Strom steht, machen die Elektriker alle ein j hinter, aber es ist das gleiche Konzept. Also damit ich quasi sage, ein Pfeil, der auf dieser Ebene hier ist, hänge ich einfach an die Zahl ein J hinten dran. Nicht? Wenn ich schreibe 1 oder 2, meine ich quasi so einen Pfeil nach rechts, 1 oder 2 lang. Wenn ich schreibe minus 1 oder minus 2, meine ich quasi einen Pfeil, der nach links zeigt und 1 lang ist oder 2 Einheiten lang ist. Und wenn ich aber jetzt schreibe 1J oder 2J, meine ich halt einen Pfeil, der nach oben zeigt und 1 Einheiten oder 2 Einheiten lang ist. Wenn ich schreibe minus 1j oder minus 2j, dann meine ich halt quasi Pfeile, die nach unten zeigen. Und so könnte ich jetzt quasi auf einmal Pfeile machen, nicht nur in zwei Richtungen mit positiven und negativen Zahlen, sondern in vier Richtungen, indem ich diese imaginären Zahlen, die einen furchtbaren Namen haben, dazu nehme. Also wenn ihr hört, imaginäre Zahl oder das Wort verwendet, imaginäre Zahl, dann versucht nicht das Wort imaginär in seiner sprachlichen Bedeutung zu dekodieren, sondern macht es einfach im Kopf eine Schublade für imaginäre Zahlen, assoziiert es mit der Schublade, das heißt einfach, dass man quasi normal zur reellen Achse sich bewegt, aber dass das, was imaginär und nicht wirklich sein soll, das denkt euch weg, das ist nicht gut. Besser ist zu sagen, wir haben halt jetzt mehrere Richtungen, in die meine Pfeile zeigen können. Und natürlich, solange ich nur Pfeile habe, die nach links und rechts gehen, wenn ich die addiere, bleibe ich immer auf dieser Gerade. Weil ich bewege mich halt immer entsprechend viele Schritte nach links oder nach rechts. Aber wenn ich jetzt diese reellen Zahlen und diese seltsamen imaginären Zahlen, wenn ich die kombiniere, wenn ich jetzt irgendwie schreibe, naja, was ist denn 2 plus j? Ja, dann habe ich einen Pfeil, der von hier nach da geht und einen Pfeil, der von hier nach da geht. Und wenn ich die jetzt quasi hintereinander hänge, dann hätte ich quasi den ersten Pfeil und den zweiten Pfeil und dann habe ich einen resultierenden Pfeil, der hier irgendwo in die Ebene zeigt. Und dann spricht man eben von einer komplexen Zahl, wenn ich irgendwie auf diese Ebene liegen kann, die von den reellen und imaginären Zahlen aufgespannt wird. Ja, ich könnte noch senkrecht dazugehen. Das ist blöd. Dann habe ich drei Komponenten und mit drei Komponenten funktioniert es nicht. Ich könnte aber noch eine weitere Dimension dazugeben, die keine räumliche Entsprechung hat. Dann habe ich vier Komponenten. Und mit vier Komponenten heißt das Ding Quaternionen. Das gibt's wirklich. Mit vier Komponenten heißt es Quaternionen. Algebraisch ist es aber nicht mein Körper, sondern der Schiefkörper. Bei einem Schiefkörper ist die Multiplikation nicht mehr kommutativ. Also a mal b ist nicht das gleiche wie b mal a. Und Quaternionen verwendet man unter anderem, um Rotationen im Raum zu beschreiben. Also wenn man jetzt zum Beispiel
ja, das ist gleich was spektakuläres Beispiel. Wenn ich jetzt ein Computerspieleentwickler bin und ich möchte irgendwie Kameramodelle in meinem Computerspiel machen, dann verwende ich oft Quaternionen, um diese Rotationen im Raum, in welche Richtung zeigt eine Kamera gerade und so, auszudrücken. Es geht dann auch noch mit 8 Komponenten, heißt dann Oktaven, ich weiß aber nicht, welche algebraische Struktur das dann ist. Aber Quaternionen gibt es. Der Mathematiker, ich glaube, das war der die Quaternionen erfunden hat, also das entdeckt hat, war er quasi so angetan davon, dass er die entsprechende Formel in eine Brücke geritzt hat. Und ich finde das halt cool, wenn man so Mathematiker, wenn man sich irgendwie vorstellt, das ist halt so alles intellektuell und dann ist der von was so begeistert, dass er einfach da einen Vandalismusakt macht und dann Graffiti irgendwo hinterlässt mit seiner Formel. Finde ich schön. Statt den komplexen Zahlen. Also ich wüsste jetzt nichts, also meinst du eine andere Zahlenmenge, die äquivalent ist irgendwie zu den komplexen Zahlen oder? Okay. Gut, also wir sind jetzt mal hier, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Ebene und wir können quasi jeden Pfeil, den wir vom Ursprung zu einem beliebigen Punkt in dieser Ebene zeichnen können, das wäre dann eine komplexe Zahl. Bleibt halt die Frage, wie schreibt man so eine komplexe Zahl an? Und am einfachsten macht man das über eine Addition. Also genauso wie man bei einem Vektor einfach vielleicht beide Zahlen hinschreiben kann und sagen kann, der Punkt ist halt der Punkt 3, 4, kann ich natürlich sagen, okay, der Punkt hier ist zum Beispiel auf der reellen Achse 3 und auf der imaginären Achse quasi 2 lang. Aber jetzt können wir das ja schon durch Addition ausdrücken, also kann ich einfach schreiben 3 plus 2j. Und 3 bezeichnet eben diesen Pfeil und 2j bezeichnet eben diesen Pfeil und plus bezeichnet, nimm den einen Pfeil und häng ihn an einen anderen Pfeil hinten dran. Also brauche ich quasi nichts Besonderes Neues, um diesen Punkt hier zu beschreiben. Sondern ich schreibe einfach 3 plus 2j hin und für mich ist dann das, obwohl da ein Plusoperator vorkommt, das schaut aus wie eine Rechnung. Wenn ich schreibe 3 plus 2j, das schaut aus wie eine Rechnung, es ist aber eine Zahl. Und das ist genau diese Zahl, die da hier eingezeichnet ist. Also das ist die erste Möglichkeit, wie man komplexe Zahlen anschreiben kann. Oder allgemein kann ich sagen, die komplexe Zahl z schreibe ich eben an als a plus bj, wobei a die reelle und b die komplexe Koordinate ist. Und diese Art, komplexe Zahlen anzuschreiben, ist sehr, sehr praktisch, weil nämlich für ganz, ganz viele Berechnungen j sich so verhält wie eine unbekannte Variable. Und ich kann quasi das umformen und j herausheben und all diese Dinge machen, die man algebraisch machen kann, wenn irgendwo eine Variable vorkommt. Und das ist einfach diese Variable j. Also diese Art, die komplexe Zahl anzuschreiben, so als halbe Rechnung, die ist eben sehr praktisch, weil ich kann dann gleich mit dem auch richtig rechnen. Für viele Anwendungen ist es aber sinnvoller, die komplexe Zahl anders anzuschreiben, nämlich r unter dem Winkel phi. Also wir beschreiben immer noch diese Zahl, nicht? Diese Zahl hier, die beschreiben wir nach wie vor, aber jetzt sage ich quasi nicht, wie weit zeigt denn der Pfeil in die reelle Achse in die eine oder andere Richtung und wie weit zeigt es auf der imaginären Achse, sondern ich sage einfach, wie lang ist der Pfeil in Gänze, das ist dann mein Radius r, und dann schaue ich mir an, welchen Winkel beschreibt denn dieser Pfeil zur positiven reellen Achse. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, die Zahl 2, die könnte ich auch schreiben als 2 unter dem Winkel 0, nicht? Weil dann ist es quasi die Länge 2, aber es ist 0 Grad zur reellen Achse. Ich könnte aber 2j auch schreiben als 2 unter dem Winkel 90 Grad. Oder 2 unter dem Winkel pi halbe Radianten, wenn man das lieber so anschreiben möchte. Und dann ist es eben immer noch diese Länge, aber jetzt
zeigen wir Pfeilgrad nach oben, das heißt, dieser Winkel hier ist 90 Grad, Grad groß. Wir werden im nächsten Block, wo wir die Rechenoperation mit komplexen Zahlen uns anschauen, sehen, dass diese Darstellung anschaulicher ist für manche Operationen. Sie ist nicht immer leichter zum Rechnen, aber sie ist anschaulicher. Und als Zeichen verwendet man eben oft so dieses Winkelsymbol, mit dem man eben sagt, die Länge R unter dem Winkel. Und wenn man da jetzt nicht irgendwie so einen Ringel für Grad oder so schreibt, dann interpretiert man diese Dinge normalerweise immer in Radianten. Also man könnte dann quasi 2J schreiben und der R unter dem Winkel 90 Grad mit einem Ringel oder unter dem Winkel Pi halbe. Gut, das nennt man auch Polarschreibweise, also wenn man es auch mit den Polarkoordinaten vielleicht kennt, dass man einfach sagt, einen Punkt gibt man ja dadurch an, wie weit er vom Ursprung entfernt ist und dann über Winkel zur positiven Achse zum Beispiel. Gut, das waren jetzt die ganz grundlegenden Basics zu den komplexen Zahlen. Also wir sind noch nicht fertig mit den komplexen Zahlen, weil wir wissen jetzt, was die komplexen Zahlen sind. Wir wissen noch nicht, wie man mit den komplexen Zahlen rechnet. Das ist dann quasi der nächste Block. Aber das war mir wichtig, zuerst mal ein bisschen darüber zu reden, was komplexe Zahlen einfach sind, dass wir dann mal eine Grundidee haben, was man sich darunter vorstellen kann, wenn da jemand das Wort komplexe Zahl in den Raum wirft. So, wir haben Diskussionen. Der erste Punkt ist, welche andere Zahlenmengen kennen wir jetzt außer die komplexen Zahlen? Ein paar habe ich genannt. Und vielleicht wisst ihr noch ein paar weitere. Ja, natürlich, reell, ganz. So. Irrational, rational, ja. Die gehören alle zu welchen? Die reellen, genau. Also die reellen Zahlen ist quasi die Übermenge auf alles, was sich auf dieser einen Zahlen gerade abspielt. Was gibt es noch für Zahlen? Ja, ich meine, die gehören auch zu den Reellen dazu. Aber was gibt es noch für Zahlen? Nein. Hexadezimale Zahlen sind natürliche Zahlen oder wie auch immer, es ist ja nur eine Frage der Art. Aber du bist nah an etwas dran, was ich mir gewünscht hätte, dass jemand sagt. Logarithmische Zahlen sagt mir jetzt nichts. Okay. Naja, du kannst mir auch Zahlen nennen. Aber es gibt halt schon unendlich viele Zahlenmengen, wenn du jetzt dann... Ja, es gibt Buchstaben, Zahlen, aber die können zu den Pi gehört zu den reellen aber, und I oder J offenbar zu den imaginären. Also ich habe ganz bewusst eine Zahlenmenge vermieden, auch nur peripherst anzuschneiden, die aber sehr wichtig ist. Aber sie gehört halt nicht in diese Einteilung von, es kann sein, dass es Operatoren gibt, wo es Ring und Gruppen sind. Naja, 0 ist eine Zahl, ja. Du meinst Primzahlen? Ja, Primzahlen sind keine Zahlenmenge in dem Sinn, dass ich quasi sinnvolle Berechnungen nur mit Primzahlen anstellen kann. Also ich kann quasi mit den natürlichen Zahlen kann ich sinnvolle Berechnungen anstellen. Sie sind nicht algebraisch abgeschlossen. Also ich kann Berechnungen anschreiben, die dann kein Ergebnis innerhalb der natürlichen Zahlen haben. Ich kann schreiben irgendwie 5 minus 10, beides natürliche Zahlen, aber irgendwie passt das Ergebnis nicht mit den natürlichen Zahlen hinein. Aber es gibt viele Berechnungen, wie zum Beispiel 10 minus 5, die ich sinnvoll durchführen kann und ganze Probleme lösen kann, ohne die natürlichen Zahlen zu verlassen. Ich weiß nicht, ob es was gibt, wo ich quasi sinnvoll mit Primzahlen arbeiten kann, weil es eigentlich... Ich wüsste jetzt keine sinnvollen Operationen, die irgendwie inhärent garantieren, ich bleibe innerhalb von Primzahlen. Aber Aussagen zum Beispiel, also der Zahlenkörper, der quasi nur wahr und falsch beinhaltet,
Und da kann ich dann die Prädikatenlogik machen, wo ich auch wieder Operatoren habe und ich kann Dinge rechnen, dass ich einfach sage, okay, was ist denn wahr und falsch? Und dann schaue ich nach in meiner Definition von und sage, okay, naja, wahr und falsch muss falsch ergeben. Ich kann aber auch Algebra machen, dass ich irgendwie einen Ausdruck anschreibe mit irgendwie, weiß ich nicht, A und B oder A und nicht B und dann weiß ich, okay, das ist A, weil es einen Satz gibt, eine algebraische Umformungsregel, die ich verwenden kann für genau diesen Fall. Also da hätte ich quasi etwas, was nicht aus den natürlichen Zahlen kommt. Darum ist es mir irgendwie wichtig, das zu erwähnen. Und auch irgendwie Eigenschaften von Zahlen haben, in dem Sinn, dass ich Algebra damit machen kann, dass ich Arithmetik damit machen kann. Okay, also jetzt haben wir ein bisschen darüber geredet, welche Zahlenmengen uns einfällt. Jetzt ist die Frage, wann sind Zahlen wirklich und wann sind Zahlen unwirklich? Das scheint ja immer ein wichtiges Thema zu sein bei den komplexen Zahlen, bei den imaginären Zahlen, dass es Zahlen geben soll, die wirklich sind und welche, die nicht wirklich sind. Naja, das ist eben genau das, was... Davon möchte ich mich erlösen, dass man sagt, das ist das Wirkliche und das ist das Unwirkliche, weil du warst am Anfang nicht da, gell? Ah ja, also ich habe vorher dieses Beispiel gebracht mit dem Bus, dass ich wissen möchte, wie viele Leute sind in einem Bus, und der hat aber zwei Ein-Ausgänge, also ich, und da stelle ich quasi einen dort und dann dort, und jeder zählt quasi plus eins, wenn jemand in den Bus reingeht, und minus eins, wenn jemand aus dem Bus rauskommt. Und jetzt wissen wir quasi, es macht nicht Sinn zu sagen, in dem Bus sind minus 12 Leute. Das ist eine völlig unwirkliche Aussage. Also in dem Fall ist quasi, wären negative Zahlen nicht wirklich. Na, das würde ich so jetzt nicht sagen. Also die Wurzel von 4 ist 2 und die Wurzel von minus 4 ist halt, ja, 2j. Also wenn du in komplexen Zahlen bist, also ich glaube nicht, dass 2j quasi inhärent unwirklicher ist als minus 4. Weil ich kann eben Beispiele konstruieren, wie das mit dem Bus, wo ich sage, es macht keinen Sinn zu sagen, minus 4 Personen in einem Bus. Und da kann sich jemand auf den... Ja, ja. Aber jetzt lassen wir mal quasi meinen Ansatz weg von, ich stelle quasi zwei Leute hin, sondern ich habe einfach nur die Aussage, es sind so und so viele Personen im Bus. Und die Aussage, es sind minus 4 Personen im Bus, hat keinen Bezug zur Wirklichkeit. Und da kann man sich auf den Kopf stellen und sagen, aber es ist auf der reellen Achse, es muss wirklich sein. Weil es davon abhängt, was ich mit dieser Zahl beschreibe. Ah, ja, ja, genau. Ich bin der Überzeugung, es gibt keine Zahlen, die wirklich sind. Ich bin der Überzeugung, es gibt keine Zahlen, die inhärent wirklich sind. Sondern Zahlen kann ich verwenden, um Teile der Wirklichkeit zu beschreiben. Und wenn mir jemand sagt, gib mir mal deine GPS-Koordinaten, und ich sage 3, dann kann das noch so sehr eine super reelle Zahl sein, natürlich und alles. Es ist nicht geeignet, um den Teil der Wirklichkeit, meine GPS-Koordinaten zu beschreiben. Nicht? Und darauf will ich hier quasi hinaus, dass es unsinnig ist, Zahlen in wirkliche und unwirkliche Zahlen zu unterteilen. Sondern stattdessen müssten wir uns überlegen, welches Ding in der Wirklichkeit versuche ich gerade mit Zahlen zu beschreiben. Und dann gibt es gewisse Zahlen, die sinnvoll sind, und Zahlen, die unsinnig sind. Und das ist vielleicht eine viel bessere Definition, als zu sagen, das hier sind die wirklichen und die inhärent wirklichen und die inhärent unwirklichen Zahlen. Weil eben minus 3 Personen im Bus macht keinen Sinn, obwohl es eine reelle Zahl ist. Ja, ja, ja. Aber rational, das kommt ja von Ratio, das ist das Verhältnis von zwei natürlichen Zahlen. Ja, ja.
Aber die sagen auch nicht, dass die komplexen Zahlen einfach weil zusammengesetzt und nicht weil kompliziert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja, dass man. Gut, also das war jetzt zu dem wirklich und unwirklich. Und es gibt eben andere Fälle und ich versuche eben heute, dass ich diese Fälle herzeige, wo wir in die Elektrotechnik gehen können. Und dann habe ich eine komplexe Zahl und die komplexe Zahl beschreibt auf einmal, was wirklich ist. Ich kann aber nicht die gleiche komplexe Zahl nehmen und dieselbe Zahl verwenden, um zu beschreiben, wie viel Geld auf meinem Bankkonto liegt, weil dann werden mich die Leute komisch anschauen. Aber es ist vielleicht sinnvoll, um den Widerstand dieses Bauteils zu beschreiben. Das ist das, worauf wir hinaus wollen, dass ich komplexe Zahlen verwenden kann, um Kondensatoren und Spulen alles aufs Widerstände zu charakterisieren. Aber eben Widerstände, die einen komplexen und nicht einen reellen Widerstandswert haben. Okay, komplexe Zahlen sind aus zwei Komponenten zusammengesetzt. Kennen Sie andere Zahlenmengen, deren Elemente aus mehreren reellen Komponenten zusammengesetzt sind? Damit haben wir eigentlich angefangen, uns schrittweise den komplexen Zahlen zu nähern. Doch, Vektoren sind Zahlen. Doch, Matrizen sind Zahlen. Ich kann Algebra mit Matrizen machen. Naja, Matrizen sind auch ein Schiefkörper. Also wenn es die Eigenschaften eines Schiefkörpers erfüllt, wenn es eine algebraische Struktur ist, dann ist es eine Zahl. Was soll es sonst sein? Ich weiß nicht, ob es den Wort Wert in dem Sinn. Aber er hat ja genau das Umgekehrte gesagt. Er hat quasi gesagt, die Zahl kann das zusammengesetzt werden, die Werte sind nicht zusammen. Also darum habe ich ganz bewusst hier geschrieben, Zahlenmengen und Elemente von Zahlenmengen also die ganze Algebra lebt ja davon, dass ich einfach nur sage, okay, wenn ich eine Menge habe und Operationen, die über die Elemente der Menge definiert sind und die erfüllen gewisse Kriterien, dann gehört das in diese oder jene algebraische Struktur. Und dann kann ich etwas lernen über diese algebraische Struktur. Und wenn ich aber jetzt sage, na gut, das gilt aber für Matrizen nicht, weil Matrizen sind ja keine Zahlen, dann hätte ich ja nichts gewonnen dadurch, sondern mir nur was genommen, nämlich die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, Matrizen sind auch nur Zahlen. Dann wird eben alles viel leichter. Das ist ja das Nette daran, dass ich diese Abstraktion machen kann. Okay. Aber in meiner Definition sind Matrizen Zahlen, sind Vektoren Zahlen, weil alles nämlich Elemente von Zahlenmengen sind. Gut. So, dann machen wir was Furchteinflößenderes. Weshalb stimmt folgende Aussage? Und ich lese jetzt nicht vor. Ich lasse euch das anschauen und sagt mir dann, warum diese Aussage stimmt. Ja. Ja, also wir haben hier die Zahl in Koordinaten und wir haben hier oben eigentlich nur die Polarschreibweise. Unten dann eingesetzt. Aber es geht jedenfalls um diese Sinus- und Cosinus-Geschichte. Ich sage quasi hier, das ist unter vom Ursprung weggesehen, R-Einheitsschritte weg und unter dem Winkel Phi. Und wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, was ist denn unter dem Winkel Phi so und so viele Schritte weg und ich versuche dieses geometrische Problem zu lösen, naja, dann werde ich da sehr schnell anfangen, Dreiecke zu zeichnen, nicht?
wenn das jetzt irgendwie meine komplexe Zahlenebene ist und ich habe jetzt irgendwie definiert, da habe ich irgendwie einen Pfeil und die Länge von dem ist r und dieser Winkel ist phi. Und jetzt möchte ich aber wissen, was ist denn das in der anderen Schreibweise, nicht? Das ist jetzt die Polarschreibweise und dann möchte ich aber irgendwie wissen, okay, was ist hier die reelle Koordinate von dieser Zahl, und was ist die imaginäre Koordinate, naja, und dann habe ich hier schon mein rechtwinkliges Dreieck. Und kann dann eben sagen, okay, in einem rechtwinkligen Dreieck, also wir haben da Ankathete von dem Winkel und Gegenkathete, und was ist die Gegenkathete von einem Kosinus, glaube ich nicht. Was ist denn Kosinus von 0? Genau. Das heißt, wenn dieser Winkel 0 wäre, dann muss diese Strecke 0 werden. Genau, also R mal Sinus Phi und diese Strecke ist dann eben die Ankathete, die ist R mal Cosinus Phi. Ja, und dann kann ich das einfach einsetzen. Man kann sagen, R mal Cosinus Phi, das ist die reelle Koordinate, und dann hier R mal Sinus Phi, das ist die imaginäre Koordinate, und da muss ich natürlich noch ein J dazu multiplizieren, weil sonst hätte ich ja das hier genommen und umgelegt und hätte irgendwie diesen Punkt hier beschrieben, aber damit ich dann noch wirklich raufgehe, muss ich eben mein J dazu multiplizieren. Also wir sehen hier, ich kann mit dem Kosinus und Sinus ganz leicht umrechnen zwischen Polarschreibweise und der Koordinatenschreibweise von dieser komplexen Zahl. Und hier unten haben das Gleiche, diese rechte Seite quasi nochmal stehen, wobei wir jetzt explizit eben das A plus BJ haben, wobei eben das A R mal Cosinus Phi und das B R mal Sinus Phi ist. Ja, aber das ist nur diese räumliche Geometrie, die ich eben da verwenden kann, um da ein bisschen herumzurechnen. So, die nächste Frage hier ist, weshalb ist ein rotierender Zeiger in der... Aha. Wieso springt das? So. Die nächste Frage ist, warum ein rotierender Zeiger in der komplexen Zahlenebene ein gutes Modell für diese Funktion ist. Ich frage jetzt zunächst mal, was ist denn diese Funktion hier? Wo haben wir das schon gesehen? Das Dachal, das heißt Spitzenwert. Also wir sagen quasi, der Momentanwert, also y von t, ist der Spitzenwert, den es maximal annehmen kann, multipliziert mit einem Sinus. Und sagen wir zum Beispiel, wir hätten jetzt hier eine sinusförmige Spannung, bei dem die Amplitude 5 Volt ist, dann wäre eben dieses Dachal y 5 Volt. Und nachdem der Sinus selber ja dimensionslos ist, liefert er uns quasi Werte von plus 1 bis minus 1. Und wenn ich diesen Wertebereich mit 5 Volt multipliziere, erhalte ich am Schluss dann eben eine Schwingung, die von plus 5 Volt bis minus 5 Volt geht. Und eben letztes Mal haben wir eben sehr viel mit solchen Funktionen herumgeworfen. Das ist irgendwie so da fehlt noch die Phasenverschiebung drin, aber ansonsten ist es so diese Urfunktion, so schaut eine harmonische Schwingung aus. Mit denen haben wir uns letztes Mal sehr viel beschäftigt. Und wie wir uns dann sehen werden, werden wir uns heute eben beschäftigen, wie wir all diese Berechnungen leichter durchführen können mit komplexen Zahlen. Warum machen wir uns jetzt Gedanken über, wie kann ich komplexe Zahlen verwenden, um so eine Funktion zu modellieren? Und die Funktion selber, die wird halt irgendwie so ausschauen. So, und das ist jetzt irgendwie, das ist t. Und ich sage jetzt einfach hier Sinus von t, das ist diese Funktion. Aber wir kennen ja den Sinus aus dem Einheitskreis, nicht? Wenn ich jetzt irgendwie hier einen Kreis habe mit Radius 1.
Und hier habe ich den Winkel t, dann ist quasi diese Höhe hier, Sinus von t. Nicht, so ist quasi der Sinus definiert. Ich habe meinen Einheitskreis und egal in welche Richtung ich schaue, welchen Winkel ich nehme, liefert mir Sinus und Cosinus die x- und y-Koordinate von diesem Punkt. Oder man kann auch Dreiecke zeichnen. Man kommt dann quasi immer auf das Gleiche. Wenn ich also jetzt die Sinusfunktion hier zeichnen möchte als eine Funktion von t, dann kann ich mir quasi vorstellen, dass ich hier einen Zeiger im Einheitskreis habe, der rotiert. Und im Zeitpunkt 0 ist dieser Winkel 0. Zum Zeitpunkt Pi zeigt der Pfeil hier ganz nach links. Und das ist dann hier dieser erste Nulldurchgang. Und dazwischen ist dieser Pfeil hier rauf und wieder runtergegangen, ist diesem Kreis gefolgt. Und das ist am Funktionsgraphen hier eben diese positive Halbwelle. Und wenn ich quasi einen Sinus zeichnen möchte, dann reicht es einfach, mir einen rotierenden Zeiger anzuschauen und dann nur eine Achse zu betrachten. Also mir ist quasi wurscht, ob dieser Punkt hier, der Spitz von dem Pfeil, ob der weiter links ist oder weiter rechts. Mich interessiert nur die y-Koordinate zu jedem Zeitpunkt, die rauf und runter geht. Und das ist genau diese Funktion hier. Und jetzt habe ich hier quasi gesagt, der Zeiger, der rotiert in der Zahlenebene R2, aber quasi am Einheitskreis. Aber es ist ja ziemlich wurscht, welche Ebene ich hier verwende. Nicht? Solange ich einen Zeiger habe, der rotiert, funktioniert genau das. Das heißt, ich kann natürlich sagen, diese Ebene hier auf diesem Bild ist meine komplexe Zahlenebene. Und ich habe halt einen Pfeil, der zuerst dann nach rechts zeigt zu 1 und dann halt sich hier so gegen den Uhrzeigersinn im Kreis dreht und ich schaue mir immer nur die imaginäre Koordinate an. Und dann komme ich auf genau diese Wellenform hier. Genau, also so würde man, darum ist der rotierende Zeiger ein gutes Modell für diese Sinusfunktion. So, was bedeuten jetzt die einzelnen Variablen in diesen Term? Also y ist irgendwie klar, das ist jetzt mein Funktionsgraph, also das ist die Kurve selber, die ich sehe, und t ist die Zeit. Was ist jetzt y-Dachel? Das ist die Amplitude, die maximale Auslenkung, weil mein Sinus liefert mir hier 1 und hier minus 1. Wenn ich aber jetzt 5 Volt, minus 5 Volt haben möchte, muss ich alles mit 5 Volt multiplizieren und dann wird eben der Einsatz zu plus 5 Volt und der minus 1 zu minus 5 Volt. Und was ist das Omega? Genau, das Omega ist die Kreisfrequenz. Einfach Frequenz mal 2 Pi. Weil eben, wenn ich diesen Winkel hier in Radianten habe, dann ist eben 2 Pi eine volle Umdrehung. Oder wenn ich mir diesen Funktionsgraphen anschaue, ist von hier bis da, das ist 2 Pi. Das ist eine komplette Periodendauer. Die Frequenz gibt mir an, wie oft pro Sekunde die komplette Periodendauer durchlaufen wird. Aber oft will ich gar nicht wissen, wie viele Periodendauern pro Sekunde ich habe. Also ja, für mein Ergebnis ist das oft interessant. Aber zum Rechnen dazwischen, zum Rechnen dazwischen ist das irgendwie nicht so gescheit, weil ich möchte immer in diesen Sinus einsetzen. Ich müsste quasi immer nehmen f mal 2 Pi. Weil wenn 50 Perioden in der Sekunde sein sollen, dann muss ich eben diese Strecke, die 2 Pi lang ist, 50 Mal durchlaufen. Das heißt, wir kommen 50 mal 2 Pi Gesamtlänge hier auf diesem Strahl. Und damit ich eben nicht immer 2 Pi F, 2 Pi F, 2 Pi F schreiben muss, jedes F mit 2 Pi multiplizieren, ist das eben sinnvoll, einfach Omega zu nehmen. Omega kann man auch interpretieren als die Geschwindigkeit am Kreisrand von dem Einheitskreis. Weil der Einheitskreis, der hat ja einen Umfang von 2 Pi. Und wenn ich jetzt quasi f Umdrehungen pro Sekunde habe, ja, dann wird 2 Pi f Weg zurückgelegt werden insgesamt in einer Sekunde. Und das ist das Bild, das ich am ehesten mag für die Kreisfrequenz, dass man sagt, Geschwindigkeit hier außen am Einheitskreis. Und darum finde ich eben auch statt 1 durch s besser diese Kreisfrequenz als Radianten pro Sekunde, Rad durch s anzuschreiben.
Gut, ich glaube, wir verwenden es im Skriptum nirgends, aber es ist ein ganz wichtiges, grundlegendes Wissen für komplexe Zahlen, dass man die auch so anschreiben kann hier. Also das ist 1 zu 1 die Polarschreibweise. Wir haben hier mein R und wir haben hier das Phi. Wir schreiben aber jetzt nicht R unter dem Winkel Phi und haben ein Spezialsymbol unter dem Winkel, sondern stattdessen machen wir R mal E hoch Phi J. Und wir haben also in dieser E-Funktion einen rein imaginären Exponenten. Und was macht E hoch Phi J? Das liefert uns eine komplexe Zahl, die die Länge 1 hat und unter dem Winkel Phi steht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel schreibe 5 mal Pi halbe J zum Beispiel, dann hätten wir E hoch Pi halbe J, das heißt eine komplexe Zahl mit der Länge 1 und dem Winkel Pi halbe, und Pi halbe ist 90 Grad, das ist genau die imaginäre Ebene. Das heißt, wir hätten hier quasi nur J stehen, nur das hier, und dann skalieren wir den entsprechend um 5, also das ist genau das Gleiche. Nur, dass wir keinen neuen Operator brauchen. Wir müssen nicht dieses unter dem Winkel hinschreiben und dann wissen, wie wir jetzt mit unter dem Winkel zu einer Zahl kommen, sondern wenn das Programm, mit dem wir rechnen, komplexe Exponenten unterstützt, dann kann ich das genauso in meinen Taschenrechner, in mein Programm eingeben und ich bekomme dann eben die entsprechende komplexe Zahl raus mit der Länge R und unter dem Winkel Phi. Fünf mal E hoch Pi halbe J. Das wäre das Rechenbeispiel, was ich gerade gemacht habe. E hoch Pi halbe J heißt nichts anderes als 1 unter dem Winkel, der hier steht, also Pi halbe. Und Pi halbe in Radianten ist 90 Grad. Das heißt, wir haben jetzt quasi die Richtung ist vom Ursprung nach oben die positive imaginäre Achse. Das heißt, 1 unter dem Winkel Pi halbe ist das gleiche wie 1 unter dem Winkel 90 Grad. Und das ist J. Das heißt, das kann ich hier schreiben einfach als 5 mal in welche Richtung macht man J? Ja, denke ich mal, aber da habe ich es immer noch rechts gemacht. Jetzt ist ein komisches Fragezeichen. Also, das ist 5 mal J, also 5J. Das war jetzt ein besonders einfaches Beispiel, weil ich jetzt bewusst einen Winkel genommen habe, den ich im Kopf rechnen kann. Nicht? Wenn ich jetzt hier hingeschrieben hätte, 5 mal E hoch irgendeine krumme Zahl, die ich mir nicht überlegt hätte, J, dann wüsste ich eben nicht gleich, unter welchem Winkel das ist. Und da wäre das vielleicht irgendwie so oder so oder so. Aber was auch immer dann diese Richtung ist, 5 Einheitsschritte in die Länge. Das ist der Pfeil, der dann rauskommt in dieser Berechnung. Aber das Wichtige ist hier nur, dass wenn ich eine Zahl habe, die ich anschreibe als R unter dem Winkel Phi, dann ist das gleiche wie R mal E hoch Phi nach links, J. Aber das ist auch wieder alles nur Definition. Also, aber ich glaube, es ist für uns ausreichend zu sagen, dass einfach das so definiert ist. Und wenn ihr irgend sowas seht, die für die Potenzen kommen. Na, da ist nichts mehr. Aber es ist wirklich für uns ausreichend. Also, wenn man dann, weiß ich nicht, Fourier-Transformationen macht und so, und das ist einmal sinnvoll, was das heißt, eine negative Frequenz zu haben und so, was für uns alles völlig abstrus ist, wenn ich jetzt irgendwie Worte wie negative Frequenzen dann in den Raum werfe, dann braucht man das halt, weil man dann quasi Dinge sieht und man kann auf einmal algebraisch damit arbeiten und das ist quasi nur eine Schreibweise. Für das, was wir machen, ist es wirklich nur ein ergänzender Hinweis. Wenn ihr irgend sowas seht,
dass ich dann nicht irgendwie das Handtuch werfe, sondern ich denke, oh mein Gott, da ist eine komplexe Zahl in Exponenten, das haben wir nie gelernt, sondern es ist einfach nur eine andere Schreibweise für das hier. R unter dem Winkel Phi kann ich eben auch schreiben als R mal E hoch Phi J. Und dann kann ich natürlich hergehen, wenn ich E hoch irgendeine andere komplexe Zahl, dann kann ich das aufschreiben, falten die beiden Komponenten und dann kann ich quasi die Addition rausziehen, dass das quasi E hoch imaginärer Teil J mal E hoch reeller Teil ist und E hoch reeller Teil ist einfach nur eine reelle Zahl und so kann man das dann. Aber das ist quasi das Grundlegende, das ist die Info und die reicht, um alles zu machen, wo irgendwie komplexe Exponenten vorkommen. Aber im Skriptum werden wir es nicht brauchen. Gibt es da eine Intuition, warum da auf ein E ist? Es funktioniert so. Können wir es dabei belassen? Nein, es ist jetzt schon irgendwie ein bisschen. Ich merke, wir sind schon an der Kippe von dem, was wir machen können. Und eigentlich würde ich gerne die ganz normalen Rechenregeln für komplexe Zahlen machen und mich nicht anfangen, den komplexen Exponenten zu vertiefen. Ja? Gut, dann haben wir einen letzten Diskussionspunkt. Dann sind wir fertig mit unserem Monsterblock Natur von komplexen Zahlen. Warum ist es in der Regel besser, Zahlen als Pfeile oder Strecken als Punkte darzustellen? Welche Vor- und Nachteile haben diese beiden Arten der Visualisierung? Ja, also. Wenn wir uns nur die positiven Zahlen anschauen, also einen Zahlenstrahl quasi, und dann irgendwie hier der Reihe nach 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort auftragen, dann könnte ich quasi sagen, 2 ist dieser Punkt. Leider wird das auch sehr oft gemacht, aber es ist inhärent verwirrend. Man kann sich merken, der Punkt heißt 1, der Punkt heißt 2, der Punkt heißt 3. Warum nicht? Irgendjemand hat beschlossen, Punkten Namen zu geben. Ist ja gut. Aber ab dem Augenblick, wo ich irgendwie sage, der Punkt hier ist 4 und der Punkt ist 6 und jetzt behaupte ich, dass 2 und 4 zusammen 6 ergeben, dann ist das überhaupt nicht einsichtig, wenn ich Punkte habe. Aber so wie ich Strecken habe, Also, wenn ich Strecken habe, und darum sollte man quasi, wenn man Kindern Grundrechnungsarten beibringt und dann hilfreich sein möchte und einen Zahlenstrahl aufzeichnet, sollte man immer Strecken auf diesen Zahlenstrahl einzeichnen und nie Punkte und sagen, ja, nimmst du den Punkt und tust das zu dem Punkt dazu, weil das macht überhaupt keinen Sinn und dem Kind ist viel bewusster als uns Erwachsenen, dass das keinen Sinn macht. Weil wir wissen eh, was damit gemeint ist und setzen uns dann darüber hinweg, dass das eigentlich keinen Sinn macht, das so zu sehen. Aber das Kind ist viel schlauer und sieht sofort, dass man da Unsinn redet. Aber wenn ich Strecken habe, dann macht das Sinn zu sagen, naja, was ist denn diese Strecke plus diese Strecke? Weil jetzt kann ich die beiden wirklich nehmen und zusammentun und schauen, wie lang ist denn die Gesamtstrecke. Das kann ich aber den Punkt nicht machen, wenn ich den Punkt nehme und darüber tue, ist ja der Punkt und nicht nur der Punkt. Und selbst wenn, dann habe ich einfach einen Haufen von Punkten zusammen, aber keinen Clou, warum die beiden auf einmal so wie der Punkt sein sollen. Das geht gut, solange man nur positive Zahlen hat. Wenn man negative Zahlen auch hat, kann ich mir mit Strecken nicht mehr helfen, weil dann minus 1 genauso ausschaut wie plus 1. Es ist immer 1 breit. Nicht? Und dann brauche ich eben die Pfeile und dann sagt man die Pfeile in die eine Richtung, die nennen wir positiv, die in die andere Richtung nennen wir negativ und dann kann ich quasi sagen, dann kann ich sagen, diesen Pfeil hier, den nenne ich jetzt plus 3 und diesen Pfeil hier, den nenne ich minus 1
Und wenn ich jetzt diesen Pfeil nehme und dahin tue und dann schaue, wie lang ist quasi der neue Pfeil von der Wurzel bis zur endgültigen Pfeilspitze, dann sehe ich, er ist auf einmal nur noch 2 und nicht mehr 3 groß. Also das ist der Vorteil, wenn man da mit Pfeilen arbeitet. Und man kann die Pfeile 1 zu 1 übertragen auf die komplexen Zahlen. Und wie wir sehen werden, geht das auch noch bei der Multiplikation. Das ist ein bisschen faszinierend, finde ich. Weil wir haben uns Multiplikation von komplexen Zahlen noch gar nicht angeschaut. Also das ist der inhärente Vorteil, warum sollte ich Strecken oder Pfeile nehmen. Es macht auf einmal Sinn, was man tut. Aber was ist der Nachteil davon, Strecken und Pfeile zu nehmen? Das einfach zu sagen, der Punkt heißt so und der Punkt heißt so. Es hat einen ganz inhärenten Nachteil. Der Nachteil ist auch der Grund, warum die Erwachsenen sich schwer tun, mit Pfeilen zu arbeiten. Boah, das bräuchte man im anderen Fall auch. Wenn ich die Punkte nehme, bräuchte ich ja auch ein Koordinatensystem. Ja. Versucht mal 100 Messergebnisse mit lauter Pfeilen einzuzeichnen. Dann schaut, ob da was rauskommt, was man noch sinnvoll interpretieren kann. Wenn ich dort 100 Pfeile habe, die alle vom Ursprung auf irgendwelche Punkte in meiner Grafik hingehen, das ist einfach unpraktikabel. Also es ist viel praktikabler, gerade wenn ich zweidimensionale Koordinaten habe, sag mal, ich habe irgendwie da so ein 2D-Koordinatensystem und jetzt habe ich hier, weiß ich nicht, meine Spannung und der Strom, der fließt und meine ganzen die Messungen, die ich habe, sind irgendwie so. Wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, naja, jede einzelne, das ist ein schlechtes Beispiel, die Messungen kann man eh nicht datieren. Aber, weil das Lösungen einer Funktion sind. Ah, blöd. So, da ist jetzt nämlich das, was das Gesuchte ist. Okay. Na, wir machen das da. So. Also, wir haben da unsere UI-Kennlinie und wir haben hier quasi die Koordinatenbeschriftung und jetzt würde ich quasi sagen, hier ist 1, hier ist 2, hier ist 3, hier ist 4 und so weiter und so fort. Und da gebe ich ja de facto diesen einzelnen Punkten hier Namen und sage, irgendwie da ist 1, da ist 2 und wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwie überall, wo ich irgendwo eine Zahl stehen habe, mir immer zu überlegen, na gut, das muss ja ein Pfeil oder eine Strecke sein, sonst macht es irgendwie keinen Sinn und ich zeichne das ein. Also es ist oft viel einfacher, Punkte zu verwenden als Pfeile und Strecken. Und dann weiß man einfach im Kopf, gemeint ist immer der Ortsvektor, der da dazugehört. Okay. So, das war ein bisschen chaotisch. Fragen soweit? Noch gar nichts, wir können mit komplexen Zahlen noch nicht rechnen. Das ist der nächste Block. Also, so wie wir mit komplexen Zahlen rechnen können, können wir damit was machen. Bis jetzt haben wir uns nur darüber unterhalten, dass es die komplexen Zahlen gibt, aber wir haben eigentlich mit den komplexen Zahlen noch nicht gerechnet. Vor allem haben wir noch keine Multiplikationen durchgeführt. Man soll eigentlich komplexe Zahlen nur addiere, sind das einfach zwei unabhängige Dinge. Nicht? Ich habe quasi meine reelle Welt, meine imaginäre Welt und ich kann das komplett separieren, meine ganzen reellen Additionen durchführen, meine imaginären Additionen, aber die wechselwirken eigentlich nirgends. Das ändert sich, so wie wir Multiplikationen haben. Das ist dann der nächste Block.